So, hallo Leute, heute gibt es wieder ein Tutorial. Erstmal danke an 500 Abonnenten, die mich hier schon fleißig unterstützen und ja, heute zeige ich euch, wie man in Cinema 4D so ein schönes Wallpaper machen kann, wo man ein schönes Leuchten außenrum um den Text hat. Das mit diesen Kugeln zeige ich euch in diesem Tutorial nicht, dann könnt ihr in den Kommentaren schreiben, falls ihr dazu auch ein Tutorial wollt, weil das wird dann schon sonst zu lange gehen, das noch zu sagen. Also machen wir erstmal ein neues Dokument. Dann brauchen wir zu Anfang erstmal einen Boden und einen Text. Dazu gehen wir auf MoGraph und MoText. Da schreibe ich jetzt Fips Designs und setze die Tiefe auf 60. Dann könnt ihr noch eure Schriftart auswählen. Falls ihr wissen wollt, wie die Font heißt, den Download-Link setze ich in die Beschreibung. Dann könnt ihr das runterladen. Da müsst ihr dass nicht wieder fünf Kommentare kommen, wie heißt die Font, wie heißt die Schriftart. Dann drehe ich das erstmal hier um 90 Grad, dass da drauf liegt. Und ziehe das ein bisschen nach oben, dass es so hier rausschaut. Dann brauchen wir ein Material für den Boden. Dazu klicken wir Doppelklick hier unten drauf und haben unser Material. Wir machen das Glanzlicht aus, nehmen die Farbe ein sehr dunkles Grau und setzen eine Spiegelung von ca. 35% drauf. So, dieses Material ziehen wir auf den Boden und jetzt brauchen wir noch ein Material für den Text. Wieder Doppelklick hier unten drauf und machen Glanzlicht und Farbe aus und nehmen nur Leuchten. Für Leuchten könnt ihr hier wieder eure eigenen Farben wählen, das ist euch wieder frei überlassen. Ich nehme mal Gelb und ihr müsst die Helligkeit auf 250% setzen. Dann haltet ihr Steuerung gedrückt und zieht das hier rüber, dann habt ihr das kopiert und ja, und wenn ihr hier jetzt Doppelklick draufklickt, könnt ihr wieder eine andere Farbe auswählen. Haltet wieder Steuerung gedrückt. Nehmt eine Farbe. Steuerung. Vielleicht noch so ein Pink. So, wenn ihr hier jetzt die Farbe draufzieht, dann seht ihr, dass es auf das ganze Wort oder auf den ganzen Schriftzug übergeht. Das wollen wir nicht, darum drücken wir auf den Text und drücken C. Dann kommt hier das raus und wir haben hier und jeden einzelnen Buchstaben, den wir dann verschieben können oder ein Material draufziehen können. Dieses ziehen wir hier mal raus und das können wir löschen. Und dann ziehen wir unsere Farben da drauf. So, und wenn wir das rendern, sehen wir nur eine leichte Spiegelung vom Boden. Aber wir wollen ja hier so einen schönen Schein drumherum. Darum gehen wir jetzt erstmal auf die Render-Settings hier oben und drücken hier Rechtsklick und wählen Global Illumination aus. So, wenn wir das haben und es dann nochmal rendern, das kann jetzt ein bisschen länger dauern.
sehen wir jetzt schon, dass ein Leuchten um den Text ist. So, also da ist jetzt dieses Leuchten um den Text, aber jetzt ist der ganze Text in der Farbe, aber wir wollen das ja nicht, wir wollen hier oben ja schwarz und dass außenrum noch die Farbe ist. Dazu kopieren wir erstmal diesen Text, indem wir wieder Steuerung halten und ihn nach unten ziehen. Dann haben wir jetzt hier genau das gleiche nochmal, aber wir wollen den ja schwarz haben, wie wir es hier haben. Darum löschen wir die Text, die Materialien und machen ein neues Material in der Farbe schwarz, machen das Glanzlicht aus und eine leichte Spiegelung von vielleicht 15% rein. Das ziehen wir dann auf unseren Text. Und jetzt sehen wir den anderen nicht, darum markieren wir hier diesen Text, gehen auf Deckflächen, also das ist jetzt dieser farbige Text, den markieren wir, und gehen hier unten auf Deckflächen, Deckflächen und Rundung. Das machen wir bei beiden. Und wir ziehen den Text ein wenig nach unten. So, jetzt sehen wir schon, dass das genauso aussieht wie hier. Ja, dann, das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt müsst ihr es nur noch abspeichern. Dazu geht ihr hier wieder auf die Render-Settings. Ausgabe, gebt ihr die Auflösung von eurem Bildschirm ein, das ist in den meisten Fällen 1280 auf 720. Bei Speichern geht ihr auf PNG und hier könnt ihr den Speicherort auswählen. Ich mach's mal auf den Desktop und nenne es Clow Tutorial. Dann bei Anti-Aliasing geht ihr auf Bestes. Und ja, das war's jetzt eigentlich schon. Dann könnt ihr noch schauen, wie ihr das möchtet. Vielleicht, ihr könntet das jetzt auch. Ja, ich renne das jetzt mal von dieser Ansicht. So. Und um das zu rendern, drückt ihr jetzt hier drauf. Das mache ich jetzt nicht, weil das sonst zu lang gehen würde. Ich drücke jetzt hier drauf, weil das schneller geht. So, da habt ihr das. Mit dem Leuchten außenrum. Ja. So, das war's jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Und wenn ihr noch ein Tutorial hier zu diesen Kugeln wollt, wie man die hier selbst verändert und die Farben reinsetzt, dann schreibt in den Kommentaren, dass ihr gerne ein Tutorial dazu hättet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.